Das ist zutiefst autokratisch. Das widerspricht dem gesamten System, so wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung es für unser Land mit aus guten und wichtigen historischen Gründen festgelegt hat. Und damit schaffen sie aber natürlich eine Situation, die nicht mehr die Polizei dein Freund und Helfer ist, auf beiden Seiten in der Wahrnehmung, sondern die gezielt unsere Polizei und unsere Bürger gegeneinander hetzt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute bei uns zu Gast ist Herr Marcel Luthe. Schönen guten Tag, Herr Luthe, und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit heute nehmen und ja, heute mit mir über das aktuelle Geschehen sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gestern wurde das neue Infektionsschutzgesetz bzw. die vierte Änderung verabschiedet und es gab auch reichlich Demonstranten, die gegen diesen Beschluss demonstriert haben auf der Straße. Meine erste Frage Richtung Infektionsschutzgesetz ist: Was halten Sie persönlich von diesem Gesetz? In welche Richtung geht dieser Gesetzesbeschluss? Also was ich persönlich davon halte, ist recht simpel. Ich halte diese Regelung, wie sie da getroffen wurde, für verfassungswidrig. Das fängt alleine schon bei der grundlegenden Thematik an, dass Sie an einem sogenannten Inzidenzwert alles Mögliche festmachen wollen. Ich habe diese Inzidenzwertberechnung muss man sehr in Anführungszeichen setzen, von Anfang an ja kritisiert. Auch darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Alleine die Tatsache, dass es eben halt keine saubere, standardisierte Zahlenerhebung gibt, weil wir Stand heute, ich glaube, 962 unterschiedliche Corona-Testverfahren haben. 962 unterschiedliche Verfahren unterschiedlichster Hersteller. Das können Sie auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nachlesen. Ja, 962. Die kommen von überall her auf der Welt. Der Grund ist, dass sie in der gesamten Europäischen Union keinen regulierten Markt für Medizintests haben, sondern dass sie nur die Inverkehrbringung eines solchen Tests anzeigen müssen. Das heißt, sie müssen mitteilen, ich verkaufe das Ding jetzt. Es kann aber natürlich auch letztlich niemand von ihnen verlangen, dass sie offenlegen, wie genau ihr Test funktioniert, was der testet. Ja, das ist ja für die meisten Unternehmen elementares Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Das führt aber eben halt dazu, dass sie natürlich große Schwierigkeiten haben, die Spreu vom Weizen zu trennen. Sie haben unterschiedlichste Tests. Der eine ist eben halt, ich sag mal, jetzt etwas unwissenschaftlich, also Spezifität, Sensitivität können wir an anderer Stelle mal genauer diskutieren. Aber der eine ist, ich sag mal, zu 95% genau, der andere zu 99% und einer vielleicht auch nur zu 60%. Wenn Sie nicht wissen, welcher Test, welches Herstellers bei jedem einzelnen Ergebnis, das Ihnen geliefert wurde, verwendet wird, dann können Sie ja nicht, und das ist eben halt Grundlage von jedem Statistikverfahren, dass Sie die Ergebnisse standardisieren, also eben halt gleich machen, indem Sie eben halt die Unsicherheitsfaktoren rausrechnen. Wenn Sie das nicht machen, könnte es ja durchaus sein, dass Sie am Tag A überall den einen Test verwendet haben mit 60% Präzision, am nächsten Tag den mit 99% Präzision. Dadurch haben Sie eben halt überhaupt gar keine sauberen Grundwerte erfasst. Und damit können Sie natürlich auch keine Vergleichbarkeit dann von tagesaktuellen Entwicklungen berechnen. Ne? Es ist einfach schlichtweg nicht möglich. Aber darauf basiert ja dann diese sogenannte Inzidenzwertberechnung. Das ist, wenn ich mir recht entsinne, in der ersten Klasse in der Grundschule hatte ich mal eine ganz tolle Textaufgabe. Und da habe ich ganz, ganz schwierig gerechnet mit ganz großen Zahlen und war eigentlich ziemlich stolz darauf, was ich so ausgerechnet hatte. Und wissen Sie, was der Kommentar der Lehrerin darunter war? Fein, Marcel, toll gerechnet, aber leider falsch gelesen. Und das sagt eigentlich sehr, sehr viel darüber aus. Ja, das ist genau das Problem, das wir jetzt gerade auch haben. Wir rechnen uns schwindelig mit Zahlen, fragen aber eben halt nicht, ob diese Zahlen eigentlich zu dem Thema passen. So, und sie passen nun mal nicht zum Thema, wenn sie nicht sauber erhoben werden. Solange wir das nicht haben, ist bereits die gesamte Thematik, die da stattfindet, mit einer Inzidenzwertberechnung höchst fragwürdig. Darüber hinaus ist Gefahrenabwehr. Und genau darum geht es ja hier, um Gefahrenabwehrrecht, in dem Fall eben halt gesundheitspolitisches, aber letztlich Gefahrenabwehrrecht, ist grundsätzlich erst einmal Ländersache. Ich halte auch diesen Aspekt für fragwürdig. Sie können im Übrigen auch nur aufgrund eines Gesetzes in die allgemeine Handlungsfreiheit eingreifen, nicht durch ein Gesetz. Auch das ist ein nicht unerheblicher, feiner, juristischer, wichtiger Unterschied. Das bedeutet, dass auch bereits die Form, wie sie jetzt gerade gewählt wird, die eben halt tatsächlich gar keine Regelungsmöglichkeiten mehr lässt für die Exekutive, um Sachen zu verändern, die auch eben halt den föderalen Aufbau der Bundesrepublik fundamental in Frage stellt, indem man nun versucht, in solchen Fragen reinzuregieren auf die Länder und damit übrigens uns Landesparlamente. Wir haben in Berlin ja ein Parlamentsbeteiligungsgesetz beschlossen für die Corona-Maßnahmen. Wir damit eben halt auch als Landtagsabgeordnete unserer Rechte beschnitten werden.
Das kann nicht sein. Ich halte das deshalb also unter einer Vielzahl von Aspekten schlicht für verfassungswidrig. Sie haben gerade schon die Berechnung angesprochen, wie die Inzidenzen eigentlich zustande kommen. Aber wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen, liegen den Inzidenzwerten ja die PCR-Testungen zugrunde. Da haben Sie ja auch eine ganz spannende Frage an den Berliner Senat gestellt. Kann ein PCR-Test ein vermehrungsfähiges Agens eigentlich nachweisen, also eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes? Die Antwort war ein Wort, nein. Wenn jetzt diese Problematik bekannt ist, warum wird denn dann jetzt nicht erstmal eine verlässliche Grundlage gefunden von der Politik, insbesondere auch von der Bundesregierung, um wirklich verlässliche Zahlen zu bekommen? Es wird ja vielmehr ständig weitergemacht mit den gleichen Zahlen, mit dem gleichen Erhebungsverfahren, mit verschiedenen CT-Werten, wie Sie gesagt haben, Sensitivität, Spezifität. Man hat eigentlich eine Zahl, die, wenn man sich informiert, nicht wirklich aussagefähig ist. Warum wird trotzdem weiterhin das so publiziert und auch von den Medien in breiter Masse so übernommen und gesagt, wir haben heute wieder 12.000 Neuinfektionen etc.? Also damit wird ja ganz vielen Menschen suggeriert, es wird immer schlimmer oder wir sind immer noch in einer schlimmen Situation, aber der Grundstein dafür, der ist ja höchst fragwürdig. Wie kommt das? Da sind wir vielleicht wieder ziemlich am Anfang unseres Gesprächs. Bei dem gegen den Strom schwimmen, ja, und auch mal stehen bleiben. Es fällt den allermeisten Menschen schwer. Und Sie haben ja also das Phänomen des Social Proof. Wenn sich alle so verhalten, wird es schon richtig sein. Und das gilt eben halt auch für viele, viele andere Gruppen. Wir haben erst vor wenigen Tagen, habe ich irgendwo eine Publikation dazu gelesen, dass es eben ziemlich natürlich sei, dass auch viele journalistische Meinungen sich da jetzt gerade gleichen, weil es eben halt dem Menschen per se schwerfällt, sich außerhalb einer sozialen Gruppe zu stellen. Und wenn alle anderen sagen, guck mal, ja, den kenne ich doch jetzt lange, Regierungssprecher XY, der sagt das und der erzählt mir doch auch nichts Falsches, absichtlich. Nee, tut er ja auch nicht. Sondern der bewegt sich in dem gleichen Mikrokosmos, in dem sich die anderen dort auch bewegen und kommt eben halt nicht auf die Idee, sich einfach mal eben halt außerhalb dieses Wahrnehmungskreises zu stellen und das Ganze von außen zu betrachten und zu sagen, im Moment mal, machen wir vielleicht einen ganz fundamentalen Fehler, an den bisher gar keiner von uns gedacht hat. Es ist nur allzu menschlich, erstmal, dass sie diese Beobachtungen nicht machen. Und ich hatte auch das vor einiger Zeit ja mal in einem Gespräch, das wir geführt haben, gesagt, wenn sie sich im Wesentlichen nur austauschen mit einem Kreis von Leuten, die bisher auch alle dieser Meinung waren, dann kann es durchaus sein, dass dem einen oder anderen Kollegen, ob das jetzt auch in der Fraktionsführung irgendwo im Deutschen Bundestag ist, ob das in den Ministerien ist, ob das in den Landesparlamenten ist, weiß der Teufel wo, der Gedanke kommt, sag mal, Moment mal, vielleicht machen wir da wirklich was falsch. Der hat aber dann eine große Aufgabe vor sich und das ist eine menschlich große Aufgabe. Er muss sich gegen alle anderen stellen, mit denen er gestern noch zusammengesessen hat und genickt hat. Und das ist einfach in der Tat sehr, sehr schwierig. Das ist meines Erachtens ein massenpsychologisches Phänomen und eines, mit dem wir umgehen müssen. Und je länger diese Situation andauert, desto schwerer ist es natürlich für jeden Einzelnen zu sagen, ja Mensch, ich habe einen Fehler gemacht, Klammer auf, den Fehler habe ich eben halt nicht nur gestern gemacht, sondern seit über viele, Jahr. Viele, viele Monate. Ja. Und das zuzugeben, ist einfach schwierig. Ich habe im Moment auch keine Lösung, wie man das wirklich durchdringen kann. Der Ansatz aus meiner Sicht ist im Moment der kontinuierlich, ja, Politik ist Max Weber das Bohren dicker Bretter, mit übrigens einem ziemlich kleinen Bohrer und im Übrigen einem Handbohrer, das immer wieder in Frage zu stellen und die Leute zum Nachdenken zu bringen. Es ist gesagt, es ist mathematisch so simpel. Es ist statistisch so simpel. Wenn Sie keine Werte sauber und präzise erfassen, dann können Sie damit alles Mögliche lustig hin und her rechnen. Es bleibt aber eine Milchmädchenrechnung. Und diese Berechnungen von Inzidenzen oder auch R-Werten und allen möglichen anderen lustigen Sachen oder die Berliner Ampelberechnungen für die Auslastung auch zum Beispiel von Intensivstationen, das sind alles schlicht Milchmädchenrechnungen bei kurzer, simpler Betrachtung. Wenn Sie nicht jeden Tag die gleichen Voraussetzungen haben, dann können Sie keine Schwankungen sauber berechnen. Die haben keine Aussagekraft, weil Sie ja nicht wissen, ob die Voraussetzungen gleich waren. Eigentlich sehr simpel. Jetzt geht man ja in der Blase, die Berechnungen für richtig halten, noch weiter. Ich komme jetzt wieder auf das Infektionsschutzgesetz, wo die vierte Änderung gestern beschlossen wurde, zurück. Die Abkehr vom Föderalismus und ein
Hang zur Diktatur wird jetzt ja von den Demonstranten vorgeworfen. Diktatur ist natürlich ein sehr hartes Wort und da ist noch viel mehr mit verbunden. Aber das ist so die Stimmung, die ich gestern auch einfangen konnte. Wenn man jetzt sich überlegt, dass die Politiker in ihrer Blase bleiben, vielleicht auch Angst haben, dort herauszutreten, ja, wie bewerten Sie dann diese Abkehr vom Föderalismus und sehen Sie auch einen Hang, eine Tendenz zu einer möglichen Diktatur? Also ich würde davon nicht sprechen. Ich würde sprechen von einem autokratischen System. Das merken Sie eben halt auch doch schon daran, dass meine vielen Kollegen es noch nicht einmal für bemerkenswert halten, dass nach wie vor, nach über einem Jahr, die Regierung nichts erklären kann. Ja? Ich habe mehrfach nun bei sogenannten Regierungserklärungen des regierenden Bürgermeisters von Berlin meine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass bis zum heutigen Tage die zahlreichen lustigen Verordnungen, die man sich so zusammengebastelt hat, mit denen man ja in einer Weise in das Leben der Menschen eingreift, wie es schlicht undenkbar war, mit der man in eine Weise in die Wirtschaft eingreift, wie es ebenfalls, ich sag mal mit einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Maos großem Sprung nach vorn, nicht denkbar war. Ja, dass jemand planwirtschaftlich hingeht und versucht, alles Mögliche bis ins kleinste Detail zu regeln. Inklusive der Frage erstens, ob sie ein Kosmetikstudio aufmachen dürfen, wie sie es aufmachen dürfen, welche Leistungen sie anbieten dürfen und ob sie dem Kunden dann auch einen Kaffee bringen dürfen, ja oder nein. Ja, da geht eine Regierung hin, beschäftigt sich mit einem solchen Quatsch, versucht das bis ins Kleinste zu regeln, ist aber bis zum heutigen Tage nicht in der Lage zu sagen, weshalb man diese oder jene Regelungen trifft. Nehmen wir ein Beispiel. Ich hatte gerade erst nachgefragt, wo denn eigentlich der Unterschied zwischen erotischen Massagen und medizinischen Massagen ist im infektionsmedizinischen Sinne, denn darauf soll ja alles abzielen. Sie ahnen die Antwort schon. Einen Unterschied, ja, den also gibt's nicht. Aber die Begründung ist, dass das eine verboten ist und das andere nicht. Ach, das ist ja interessant. Geht's weiter? Nee, nein, die Begründung geht nicht weiter. Ja, es ist dieses ist so. So, jetzt frage nicht weiter nach. Das ist zutiefst autokratisch. Das widerspricht dem gesamten System, so wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung es für unser Land aus guten und wichtigen historischen Gründen festgelegt hat. Alleine die Tatsache, dass sich die Regierung gegenüber dem Parlament zu rechtfertigen hat, dass sich das Parlament gegenüber dem Souverän, dem Bürger, zu rechtfertigen hat. Und wir haben hier ja bereits die Unterbrechung am ersten Schritt. Die Regierung rechtfertigt sich nicht gegenüber dem Parlament. Seit über einem Jahr frage ich, was sind die Grundlagen auch der Senatsberatung gewesen, wie man zum Ergebnis gekommen ist, eine Sauna zuzumachen zum Beispiel. Weshalb? Warum man jeweils diese ganzen erratischen Detailregelungen getroffen hat? Warum sie in einem Bundesland Bücher kaufen können und im anderen nicht? Einer von beiden mag Recht haben. Ich erwarte zumindest als allererstes eines, nur dafür, also für allererstes ist es nach 13 Monaten wirklich ein bisschen spät, erstmal eine Erklärung. Und dann können Sie diese Erklärungen nebeneinander halten. Dann können Sie feststellen, entweder ist es eine Erklärung, die Sie nachvollziehen können, oder es ist keine. Dann kann man damit umgehen. Aber nach 13 Monaten immer noch zu sagen, ist so und warum sage ich dir nicht, ist einfach peinlich. Diese Stimmen, die kritischen Stimmen, werden ja wenig bis gar nicht gehört. Oder sie werden ignoriert oder klein gemacht. Gestern bei der Demonstration war es so, dass die Straße 17. Juni zur Hälfte freigegeben worden ist, also eine Fahrbahnrichtung freigegeben worden ist für Demonstranten. Die andere war abgesperrt. Das kannte man so vorher nicht. Mhm. Sonst war es oftmals, dass beide Spuren freigegeben worden sind. Ich habe den Polizeisprecher gefragt, warum denn nicht beide freigegeben worden sind. Er sagte mir, es hätte taktische Gründe, auf die er jetzt nicht weiter eingehen könne. Meine Frage und auch meine Vermutung, die ich auch aus dem Journalistenkreis so ein bisschen gehört habe, ist, man möchte vielleicht nicht so die Bilder haben, dass man wieder viele Menschen direkt in unmittelbarer Nähe vor dem Bundestag sieht. Würden Sie diese Einschätzung teilen und was halten Sie von dieser polizeilichen, von dieser Einsatzstrategie? Also der Begriff der polizeitaktischen Gründe ist sowas ähnliches wie for security reasons, was sie auch immer dann gerne sagen, wenn sie eigentlich keine vernünftige Begründung haben oder wissen, dass die Begründung, die sie nennen, sie in Teufelsküche bringen würde. Und so würde ich das jetzt hier auch werten. Es ist mir kein Grund bekannt, weshalb das so gewesen sein sollte.
Und wenn wir uns Demonstrationsgeschehen an anderen Stellen anschauen, ja, die Ausschreitungen, die es zum Beispiel bei den linksextremistischen Demonstrationen gegen den sogenannten Mietendeckelbeschluss des Bundesverfassungsgerichts gegeben hat, also die Aufhebung des verfassungswidrigen Mietendeckels hier, bei der knapp 12.000 Menschen ohne Abstände und Steine werfen teilweise durch die Stadt gezogen sind. Vollkommen unbehelligt polizeilich. Und auf der anderen Seite sie eine Situation geschafft haben, wie es die auch zum Beispiel bei der Demonstration am 29. August diesen Jahres gegeben hatte. Vergangenen Jahres. Genau, also des Jahres 2020 gegeben hatte, bei der sie eine Sackgassensituation polizeilich schaffen, die Leute dort hineinführen, dann den Versammlungszug anhalten, niemanden herauslassen und von hinten aber weiter, da machen sie nämlich nicht zu, weiter Leute in dieses Gebiet reinkommen lassen, aber niemand mehr raus. Und dann hingehen und sich darüber beklagen, dass die Leute sogenannte Sicherheitsabstände nicht einhalten würden, dann ist das schlichtweg, ich sag mal, in höchstem Maße polizeilich fragwürdig und es ist schlichtweg vor allem geeignet, das Vertrauen in die Polizei, in den Rechtsstaat, in das saubere Agieren unseres Staates ganz massiv in Frage zu stellen. Und dann sind wir eher bei einem sicherheits- und polizeilichen Verständnis der DDR, was mich aber ehrlich gesagt bei diesem Innensenator Andreas Geisel, der bis zum heutigen Tage nicht präzise geantwortet hat auf eine mögliche Einbindung viel aktiver in auch die Strukturen der SED und seine Kontakte zum Ministerium für Staatssicherheit, die mich nicht überrascht. Jetzt muss man ja aufpassen, dass man nicht einen Spalt zwischen Demonstranten und Polizei noch größer macht. Ich habe auch viel mit Polizisten gesprochen und oftmals, es sind ja ganz normale Menschen. Also sie machen ja auch nur ihren Job. Und was ich mich frage ist, es wird jetzt ja nicht von jedem Einsatzbeamten entschieden, jetzt gehen wir so vor, sondern irgendwo werden Entscheidungen gefällt. Und die müssen dann ausgeführt werden von den Beamten vor Ort. Wie kommen diese Entscheidungen eigentlich zustande? Wer steht da eigentlich hinter? Also man kann ja nicht die Wut, die die Demonstranten haben, jetzt generell auf die Polizei verallgemeinern, sondern man muss ja sagen, wo kommt das eigentlich genau her? Also das ist ja gerade das Perfide an dieser ganzen Situation. Der einzelne Polizeibeamte, ja, der am Ende irgendwo steht, der weiß ja noch nicht einmal genau, warum er da steht und wer sich das präzise jetzt tatsächlich ausgedacht hat. Ja, er bekommt eine entsprechende Weisung, muss da stehen, will da vielleicht auch eigentlich gar nicht stehen, hat aber herzlich wenig Möglichkeiten als Polizeivollzugsbeamter und wird dann natürlich wiederum angegriffen von Bürgern, also verbal zumindest, teilweise aber auch, was natürlich zu verurteilen ist, körperlich angegriffen, versteht auch gar nicht, warum ihm das jetzt passiert, weil er wollte doch auch eigentlich auch gar nichts Böses und damit schaffen sie aber natürlich eine Situation, die nicht mehr die Polizei dein Freund und Helfer ist, auf beiden Seiten in der Wahrnehmung, sondern die gezielt unsere Polizei und unsere Bürger gegeneinander hetzt. Und das ist genau, das haben sie auch bei dem Mietendeckel hier in Berlin, ja, mit dem Hetzen von Vermietern und Mietern aufeinander. Das haben sie im Verkehr in Berlin mit dem Hetzen einerseits der Fahrradfahrer und auf der anderen Seite der Fußgänger und der Autofahrer gegeneinander. Sie haben es in allen möglichen anderen Bereichen, in denen insbesondere Grün, Rot und Rot Politik machen, dass sie spalten und nicht einen wollen. Dass genau dieser Interessenausgleich, der nötig ist in der Demokratie, ja, wie hat Schmidt richtig gesagt, wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen, den finden die Kollegen hier nicht, weil sie ihn gezielt nicht wollen, weil sie davon leben, Konflikte herbeizuführen, wo eigentlich keine notwendig sind. Und also zurück zum Polizeilichen und zum Taktischen. Sie haben in der Regel eben halt einen Einsatzbefehl Nummer 1, der die Aufstellung zum Beispiel regelt und der, ich sag mal, grobe Vorgaben macht, wie zu arbeiten ist. Da haben Sie dann zum Beispiel klassisch beim 1. Mai in den letzten Jahrzehnten immer eine Regelung gehabt, das haben wir über 20 Jahre aufgebaut, dass wir deeskalierend polizeilich arbeiten, dass wir mit den Menschen sprechen und dass wir eine eher hohe Einschreitschwelle haben. Das heißt, dass sie bei bestimmten Sachen einfach laufen lassen. Wenn Sie sich Bilder der letzten Jahre von 1. Mai-Demonstrationen angucken, dann werden Sie feststellen, da werden Ordnungswidrigkeiten en masse begangen, da werden auch teilweise Straftaten aus dem Aufzug heraus begangen. Bei all dem ist die Polizei dabei, dokumentiert das, filmt das, setzt auch Kräfte ein, um entsprechend festzustellen, wer welche Tat begangen hat. Und dann kriegen sie im Zweifel eben halt mal 4 Wochen später Post. Hier,
bei diesen Demonstrationen haben wir stattdessen eine niedrige Einschreitschwelle. Und Sie haben gleichzeitig auch die Situation, dass auf die Kommunikation, gerade in Verbindung eben halt mit dieser Einschreitschwelle, kein Wert gelegt wird. Und Sie haben dann zusätzlich eben auch noch die Situation, dass bestimmte schwierige Situationen durch genau diese Einsatzvorgaben erst herbeigeführt werden. Wenn Sie also hingehen und eine Gruppe, also wenn Sie wissen, dass es, ich sag mal, 10.000 Demonstranten als Zahl jetzt sind und sagen, ich brauche eine Fläche X dafür, damit die sich verteilen können, und Sie haben diese Fläche X, geben Sie aber nicht frei, dann ist es natürlich ein polizeiliches, aber nicht im Sinne von des jeweiligen handelnden Beamten, sondern im Sinne von den politischen Vorgaben an die Polizei, polizeiliches Versagen letztlich, das ja die vermeintliche Gefährdung durch eine mögliche Infektion ja auch erst herbeigeführt hat. Und auch deshalb halte ich ein solches polizeiliches Handeln für rechtswidrig. Und da bin ich nun wirklich nicht alleine, gerade auch wenn ich mir anschaue, wie viele Polizeibeamte sich in den letzten Wochen bei mir gemeldet haben, die das auch auf unterschiedlichsten Ebenen, ja, vom unten vom mittleren Dienst bis weit in die Ränge der Direktionen hinein, auch alle große Zweifel daran haben, dass dieses Vorgehen rechtmäßig ist. Und auf jeden Fall macht es eines, es schadet dem Ansehen der Berliner Polizei, das wir über 2 Jahrzehnte aufgebaut haben. Die Demonstranten rufen ja immer Remonstration. Wann ist es denn soweit, dass man damit rechnen kann, jetzt nehmen die Polizisten wirklich ihre Helme ab und sagen, das, was mein Vorgesetzter sagt, dem folge ich jetzt nicht mehr, sondern ich folge jetzt dem, was ich für richtig halte. Das ist sicherlich auch ein sehr krasser Schritt, dem man sich als einzelner Beamter ja wahrscheinlich auch nicht so unbedingt traut, aus der Reihe herauszutanzen. Also zunächst, ganz so funktioniert ja eine Remonstration, also beamtenrechtlich funktioniert ja so nicht. Es ist so, Sie bekommen eine Weisung, die Sie womöglich für rechtswidrig halten. Also dann legen Sie die Gründe dar, weshalb Sie diese Weisung für rechtswidrig halten, und also legen Sie Ihrem Vorgesetzten dar, und der gibt Sie dann gegebenenfalls eben halt weiter oder hilft ab. Und im Ergebnis bekommen Sie dann eben halt irgendwann mal am Ende der ganzen Fahnenstange eine Einschätzung nach dem Motto, ja, okay, ich habe eure ganzen Bedenken gehört, bleibe aber trotzdem bei meiner Weisung. Und dann hat der Beamte die trotzdem auszuführen. Also Sie kommen also zu dem Helme ablegen und ich mache da jetzt nichts mehr, kommen Sie auch mit einer Remonstration nicht. Die Remonstrationsmöglichkeit, richtigerweise Remonstrationspflicht, ist ein ganz wichtiges Selbstreinigungstool des Berufsbeamtentums. Es sorgt eben halt dafür, dass Sie letztlich, also die Regelung ist ja schon Jahrzehnte alt, der Begriff der Schwarmintelligenz war damals eigentlich noch nicht gegeben, aber nutzt eben halt im Wege der Schwarmintelligenz eine Korrekturmöglichkeit, um tatsächlich zu verhindern, dass es Handlungen gibt, die eigentlich nicht vorgesehen sind, weil sich irgendjemand weiter oben geirrt haben mag. Und deshalb ist es wichtig, dass die Beamten natürlich ja, diese Möglichkeit nutzen. Eine Remonstration ist auch grundsätzlich erstmal in Schriftform zu fassen. Ja, Ausnahmen gibt es immer, aber grundsätzlich in Schriftform. Wenn wir das jetzt mal hätten, wenn es einsetzen würde, dann wird eben halt tatsächlich von unten quasi die Verwaltung geflutet mit begründeten Darlegungen der Beamten. Und Sinn des Ganzen ist es eben halt, dass jede Ebene darüber sich das jeweils anschaut. Da sind wir dann auch wieder bei der Aufgabe, die ich vorhin formuliert hatte, für uns als Abgeordnete, anschaut, was der andere zu sagen hat, aufmerksam zuhört, darüber nachdenkt und dann seine eigene Entscheidung trifft. Und die kann so oder so ausfallen. Aber auch hier gilt, er muss zuhören, aber damit er überhaupt zuhören kann, muss natürlich der kleine Beamte unten, der die Weisung ausführen soll, als erstes remonstrieren, sprich er muss reden, er muss seine Meinung sagen. Und wenn wir da in großer Breite im Moment noch nicht sind, dann sind auch noch nicht alle Möglichkeiten genutzt worden, die uns unser Rechtsstaat gibt.